Ein eingeschränkter Sport für den Körper bedeutet eigentlich Unterschiedliches. Für einen untrainierten, also für einen hochtrainierten Athleten, ist ein halbes Jahr natürlich tödlich, mehr oder weniger. Da wird er seinen Anschluss an die Wettkampffähigkeit komplett verlieren. Eine Durchschnittsperson, ein Durchschnittserwachsener oder ein Durchschnittskind verliert natürlich auch an Leistungsfähigkeit. Und das ist natürlich bedenklich, weil wir heute von den großen Zahlen wissen, von der Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel wissen, dass die Menschheit gerade an der Inaktivität leidet. Und diese Corona-bedingte Inaktivität vergrößert das Problem immens. Und dadurch kriegt man natürlich enorme gesundheitliche Probleme, weil Inaktivität hat nicht nur was mit körperlicher Fitness zu tun primär, sondern mit der körperlichen Fitness sind enorm viele Verbindungen zu sehen zu Krankheiten, zu chronischen Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten und so weiter und so fort. Für Hallensportler ist die Zeit richtig schlecht momentan. Ja, Gott sei Dank hat die Politik ja wenigstens eingesehen, dass man im Spitzensport noch Hallensport durchführen kann mit allen Problemen, die sich da entlang ergeben. Aber dass der Breitensport dann eben den Hallensport komplett geschlossen kriegt, das ist natürlich eine extreme Problematik. Und im Endeffekt wird sich dadurch eine Konsequenz ergeben. Die Leute werden weniger später diesem Hallensport frönen. Man wird abspringen. Und wir brauchen ganz, ganz dringend Kompensationen, dass wir Dinge, die wir sonst im Hallensport, vor allem im Vereinshallensport getrieben haben, dass wir das vielleicht draußen betreiben können. Mit anderen Worten, ich denke, es müsste politische Vorgaben geben, dass man zum Beispiel die Nutzung von überdachten Flächen, Außenflächen, viel einfacher, viel unbürokratischer Vereinen zur Verfügung stellen kann, damit die eben gerade zum Beispiel so technische Abläufe, nicht wettkampfliche, sondern technische Abläufe, die im Hallensport natürlich auch elementar sind, dort wenigstens üben können, dass man eine Solidargemeinschaft weiterhin pflegen kann. Alle die Dinge sind natürlich für den Hallensport momentan richtig schwierig. Wir tun unserer Gesellschaft nichts Gutes, wenn wir den Breitensport runterfahren. Das hat biologische Konsequenzen. Wir haben durch den Breitensport natürlich ein riesengroßes Potenzial an Bewegungsreichtum, wo wir unterschiedliche Bewegungsformen durchführen können. Wir haben im Breitensport natürlich auch die sozialen, die psychischen Komponenten, die sich eben durch das Gefühl in der Gemeinschaft, durch das Gefühl eben in der Woche sich mal austoben zu können mit anderen. Und das kann man sich schlecht vorstellen, dass wir hier den Breitensport weiterhin herunterfahren. Alles ins Internet zu transferieren, alles auf YouTube als Übungsformen anzubieten, ist eine Variante. Aber der normale, träge, berufstätige Mensch, der am Abend nicht ganz einfach immer in die Turnhose kommt, der muss natürlich ein bisschen mehr kriegen als nur ein Angebot im Internet. Ich denke, dass der alpine Skisport in der Tat, wenn man an die Gondeln denkt, die großen Gondeln, ein zu dichtes, enges Miteinander mit sich bringt. Das wird schwierig und ist eigentlich mit den Corona-Konzepten nicht vereinbar. Auf der anderen Seite gibt es Alternativen. Wir leben hier im Schwarzwald. Wir haben hervorragende Infrastruktur für nordische Skidisziplinen. Wir können Skilanglaufen bis zum Abwinken. Nirgendwo besser in Deutschland kann man Skilanglaufen wie bei uns. Wir haben das Skitouren wird massiv zunehmen in diesem Jahr. Das heißt, es gibt Alternativen. Aber ich glaube, der klassische Wintersport ist besser mal eingeschränkt in diesem Winter zu sehen. Ja.